Hallo und herzlich willkommen zu unserem Hochzeitspodcast aus Berlin. Ich bin Sarah Lino, Hochzeitsplanerin. Und ich bin Hochzeits-DJ Hong. Unser Hochzeitspodcast ist für Verlobte und Paare mit vielen Profi-Tipps für die Planung und den Hochzeitstag. Wir freuen uns sehr über eure Kommentare, Fragen und Anregungen und wünschen euch viel Spaß mit der neuen Folge. Hallo ihr Lieben, da sind wir wieder mit einer neuen Folge. Der liebe Hong sitzt neben mir. Hallo. Und wir haben heute einen Gast, die liebe Carina Schönberger, die ist zugeschaltet von Bow and Arrow. Hallo liebe Carina. Hallo ihr beiden. Hi. Liebe Carina, magst du denn beginnen und dich mal vorstellen? Klar, gerne. Also ich heiße Carina und ich habe vor, ich glaube, es müssten jetzt ungefähr 13 Jahre sein mit Lisa damals. Das war meine Kommilitonin. Wir waren damals noch Studentinnen und wir haben damals vor 13 Jahren Bow & Arrow gegründet. Die erste Agentur in Deutschland für Heiratsanträge. Und zum Stand heute leite ich die Agentur alleine, jetzt gerade von Mexiko aus. Ich bin nämlich ausgewandert und habe eine Kollegin in Berlin, die sich quasi um die Heiratsanträge in Berlin kümmert. Und wir planen und organisieren Heiratsanträge in Berlin und Mexiko jetzt, in Tulum, in der Karibik. Wow. Cool. Cool. Und wie kommt man darauf, Carina? Ich meine, das ist ja schon eine sehr coole Idee. Ich meine, das Wedding Planning gibt es ja bei uns, das ist schon üblich, ne? Das ist so eine Planung von Hochzeiten, aber Hochzeitsanträgen, das höre ich jetzt tatsächlich zum ersten Mal. Wie kommt man darauf, sowas zu gründen? Ja, ist auch total random, nach wie vor. Ich kann mal so ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudern. Also Lisa und ich haben damals zusammen studiert und wir mussten in einem Modul, das hieß Businessplan, mit einer Idee daherkommen, die es so noch nicht gibt auf dieser Welt. Wir waren 5 Frauen in einer Gruppe und haben überlegt, was fehlt denn so wirklich heutzutage? Und dann haben wir an die ganzen Männer gedacht, und damit will ich jetzt nicht die Männer ausschließen, die total kreativ sind, aber es gibt eben auch sehr viele Männer, die sehr, sehr wenig Zeit haben, oft auch die Kreativität fehlt, um irgendwie ihrer Freundin eine Überraschung zu machen. Und da haben wir gedacht, das Schönste ist doch aber eigentlich, Zeit zusammen zu verbringen. Also warum finden wir keine Dienstleistung, die genau diesen Menschen hilft? Und haben dann damals unter dem Namen We Create Your Date angefangen. Das war, wie gesagt, nur eine Studieidee. Das war kein Unternehmen. Wir haben dazu einen Businessplan geschrieben. Und das war wie so eine Business School. Also könnt ihr euch auch vorstellen, so das Feedback von unseren Kommilitonen, die waren alle so, okay. Und dann waren wir aber so Feuer und Flamme und haben das irgendwie immer weiter so dran gefeilt. Wir hatten auch immer in der Uni Module, wo wir eine fiktive Idee mitbringen mussten. Da haben wir immer We Create Your Date mitgebracht. Und irgendwann war dann die Studienzeit vorbei und von diesen 5 Frauen haben 2, das waren Lisa und ich, gesagt, okay, let's do it, warum denn nicht? Und wir haben damals angefangen, so Dates zu planen. Also man ganz klassisch so Hochzeitstag, Jahrestag oder ich will irgendwen ausführen und man weiß nicht und sind dann damals vor 13 Jahren ungefähr mit der ersten Seite online gegangen, mit der ersten Webseite. Und wir haben dann ganz komisch ganz viele Heiratsantragsanfragen bekommen. Und irgendwann hat es dann so richtig so Ping gemacht. Und dann haben wir gedacht, ey, warum machen wir denn nicht eigentlich Heiratsanträge? Da haben wir ein bisschen so Feldresearch gemacht und haben gesehen, in den USA ist das voll das Ding, aber in Deutschland halt nicht. Und dann sind wir mit Bow & Arrow, das haben wir dann umbenannt, zuerst zu Bow & Arrow Events, heute Bow & Arrow, sind wir online gegangen und seitdem sind wir spezialisiert auf Heiratsanträge. Ich finde es nach wie vor sehr random. Ich habe selber jetzt nie so einen krassen Bezug zu Heiratsanträgen gehabt. Ich bin selber weder verheiratet noch verlobt, aber es ist jetzt irgendwie so das Ding. Sehr gut. Und macht ihr nur Heiratsanträge oder auch Events? Weil du hast ja eben gesagt, das Events war im Namen drin, ist nicht mehr drin. Ja, also mittlerweile, ich meine, nach 13 Jahren bist du natürlich auch irgendwie, stehst du da so in dem Eventbereich. Das heißt, ich habe über die Zeit viele Kontakte auch gehabt, die dann gesagt haben, ach Mensch, du kennst dich doch aus mit Events und hast Kontakte, kannst du nicht auch mal unsere, weiß nicht, Firmenfeier organisieren? Und ich habe dann immer gesagt, ja klar, aber immer mit einem Special Twist. Also worauf ich nie Bock hatte, sind so
0815 Langeweile-Events. Ich habe immer die Anzugträger, keine Ahnung, in den Holzmarkt geschickt oder immer irgendwas gemacht, wo die Leute gesagt haben, boah, krass, weil dafür ist Berlin doch auch einfach perfekt, ne? Also es war immer schon sehr, sehr, ich sag mal, andersartig, die Events. Und irgendwann, wo die Paare heiraten ja auch irgendwann, ne? Das heißt, die machen einen Heiratsantrag und das nächste ist ja dann, ne, so. Und die haben dann auch irgendwann, haben Paare gefragt, ob wir Hochzeiten machen. Haben wir dann versucht. Also ich habe so, ich glaube, 4, 5 Hochzeiten organisiert und dann gemerkt, das möchte ich auf gar keinen Fall machen. Weil das ist tatsächlich ist sehr unterschiedlich von der Herangehensweise. Ein Heiratsantrag, da bist du nur meistens mit dem Mann. Es ist sehr smooth. Er vertraut dir, du hast so, also ich finde es sehr, sehr angenehm in der Zusammenarbeit, die muss ich ehrlich sagen, ist vielleicht jetzt ein bisschen blöd, weil ihr ein Hochzeitspodcast seid, aber Ehrlichkeit währt am längsten. Ich fand Hochzeiten immer sehr anstrengend, weil es ging sehr ins Detail und dann wurden die Layers von den Kuchen besprochen und welche Schicht zuerst kommt, Maracuja oder Mango, und irgendwann habe ich dann so gedacht, nee, also das möchte ich nicht machen, und dann haben wir uns wieder fokussiert so auf Heiratsanträge. Und es gibt ja Leute, die das lieben und das machen wollen. Aber ich persönlich habe dann gesagt, so nee, auf gar keinen Fall ist das was für mich. Ja, ja, also es ist schon ein spezielles Segment, definitiv Hochzeiten. Das muss einem natürlich auch liegen quasi. Wie funktioniert es? Wie läuft es? Also ich frage euch an oder frage dich an, und was passiert als nächstes? Gibt es dann ein Kennenlerngespräch, ein Infogespräch? Wie ist der Werdegang da? Ja. Also es ist tatsächlich ganz, ganz unterschiedlich von Kunde zu Kunde. Ich kann dir ja mal so die Perspektiven von den Kunden ausgeben. Es gibt so den Kunden, der sagt, ich will in 1,5 Wochen den Heiratsantrag machen, und der bucht schon ein Paket online, bezahlt online und that's it. Das heißt, im besten Fall rede ich mit dem eine Viertelstunde und dann ist der Heiratsantrag geplant und der hat auch nicht viele Rückfragen. Das ist so ein, das hat mich sehr überrascht, ehrlich gesagt, in der Zusammenarbeit. Aber das gibt es. Und ich glaube, das ist auch wahrscheinlich mit so unser Klientel, weil machen wir uns nichts vor. Wir haben natürlich immer diese romantische Vorstellung von einem Heiratsantrag, aber ich glaube tatsächlich, dass es ganz oft auch so läuft, dass vor allem Männer sagen, ey, ich bin hier schon total unter Druck, ich muss jetzt mal was machen. Ich google Heiratsantrag Berlin, aha, Bow and Arrow, oh ja, das Paket klingt ganz gut, ich bezahle direkt per PayPal, danke, und dann ist meine Freundin glücklich. Das hat mich am Anfang tatsächlich so ein bisschen berührt, weil ich so dachte, wow, aber ich habe mich damit ganz gut arrangiert. So, ist aber nicht jetzt der größte Teil unserer Kunden, würde ich sagen. Und dann gibt es natürlich die Kunden, das sind so meine Lieblingskunden, würde ich sagen, die sind so, die schreiben mir dann eine lange E-Mail und sagen, oh, ich habe dich gefunden und also ich habe meinen Heiratsantrag schon seit 3 Jahren im Kopf, ich möchte das so machen. Also meine Freundin, die liebt, weiß nicht, italienische Musik, und ich habe mir das schon vorgestellt auf der Museumsinsel in Berlin, da möchte ich da hinkommen und dann möchte ich, dass da so ein Traubogen steht und mit diesen Spitzengardinen, ich schicke dir meinen Pinterest-Link dazu, und dann die Blumen, das sind ihre Lieblingsblumen. Und das sind natürlich total coole Kunden mitzuarbeiten, weil du dann einfach so, du spürst halt so die Leidenschaft darin und wie viel denen das auch bedeutet, ne? Und dann ist das wie eine Symbiose oder wie eine eher Synergie. Dann fließen so die Bereiche zusammen und dann arbeitet man zusammen, feilt das dann, hat vielleicht im besten Fall 3, 4 Gespräche und dann ist das geplant und dann geht's weiter vor Ort. Genau, also ich würde sagen, so die beiden und noch ein paar Nuancen dazwischen natürlich. Aber so läuft das meistens ab. Ich versuche schon, mit jedem Kunden zu sprechen, klappt auch meistens. Manche sagen aber, nö, ist alles okay, meine E-Mail reicht oder so. Aber meistens rufe ich an und mich interessiert natürlich auch, ne, was ist das für ein Pärchen, wie lange sind die schon zusammen, was zeichnet die aus? Und dann plaudern die so ein bisschen aus dem Nähkästchen. Ich glaube, da kommt dann auch so ein bisschen meine romantische Seite durch, die auch wirklich einfach sehr so an diesen partnerschaftlichen Aspekt interessiert ist. Mhm. Cool. Schön. Und wann sollten diejenigen sich melden? Wie lange Vorlauf braucht ihr? Also ganz ehrlich, da habe ich auch
alle Vorgaben über Bord geworfen. Also ich habe manchmal Anfragen, da heißt das so, könnt ihr zum Wochenende einen Heiratsantrag planen? Und realistisch ist das manchmal möglich. Da gibt es dann jetzt natürlich nicht ganz so viel Auswahl, aber ich habe dann meistens meine 4, 5 Partner im Kopf, wo ich genau weiß, da kann ich heute anrufen und die werden was am Wochenende möglich machen können. Also das geht alles. Es ist jetzt natürlich nicht unbedingt meine Präferenz, in 2 Tagen den Heiratsantrag zu planen. Ich glaube, meine Präferenz wäre so 4 Wochen. Da kann man wirklich was Schönes machen, vor allem wenn es um irgendwie darum geht, einen Ort zu dekorieren. Das ist dann natürlich noch mal ein bisschen schwieriger. Wenn man jetzt mit einer Location zusammenarbeitet, dann ist das natürlich leichter, weil die haben alles vor Ort, ne? Ja, stimmt. Du hattest ja vorhin auch schon ein paar Packages genannt. Man kann online was buchen und dann, da gibt es Kunden, die buchen das einfach und dann kriegen sie es, die Dienstleistung. Wie kann ich mir das vorstellen? Also ich buche dann was, aber was kriegt man dafür? Magst du uns einen kleinen Einblick geben, was das sein kann für ein Package, was man dann einfach blind buchen kann, in Anführungszeichen? Natürlich, sehr, sehr gerne. Also ich glaube, am besten ist es, wenn ich euch mal durch so einen Tag vielleicht durchführe. Also nehmen wir mal an, Jens, ja, der bucht jetzt Heiratsantrag auf der Spree. Das ist ein Heiratsantragspaket mit einem Boot. Was dann passiert ist, Jens, der sagt seiner Freundin, wenn alles von mir, von meiner Seite aus fertig organisiert ist, sagt er seiner Freundin, hey, Martha, ich wollte so gerne mal im Schloss Charlottenburg im Garten dort spazieren gehen. Das soll richtig cool sein. Lass uns doch da mal auf den Sonntag bei schönem Wetter spazieren gehen. Dann sagt sie, ja, warum nicht? Dann gehen die da zusammen am Schloss Charlottenburg spazieren und sehen auf einmal so ein richtig altes Mahagoni-Sportboot, was natürlich alle Blicke auf sich zieht, weil sieht halt einfach fancy aus. Und dann gehen die da spazieren und dann sagt er, ist natürlich alles abgesprochen mit ihm, ne, und dem Kapitän vom Boot, dann sagt er, guck mal, Martha, boah, ist das ein krasses Boot. Der ist natürlich auch Bootliebhaber so und sagt, das will ich jetzt mir mal genauer angucken, ja? Lass uns doch mal zu dem Mann da hingehen. Okay, sagt Martha. Dann gehen die da hin und dann sagt er, hallo, Sie. Die haben natürlich auch schon vorher gesprochen. Sie haben aber ein schönes Boot. Und dann sagt der Kapitän, ja, toll, danke. Sind Sie, also mögen Sie Boote? Ja, total. Oh, und das ist das Holz. Ja, das ist Mahagoni. Und dann sagt der Kapitän so, also ehrlich gesagt, ich warte hier gerade auf eine Tour, die wurde aber jetzt kurzfristig abgesagt. Ich muss eh zurück zum Schloss Bellevue. Also, weil Sie ja auch Boote so lieben, haben Sie nicht einfach Lust mitzufahren? Und dann sagen die natürlich, ja klar, wie oft passiert das schon mal, ja, dass man auf so eine Bootstour eingeladen wird. Und dann fahren die mit, steigen ein und dann auf der, ich sag mal Mitte der Tour, die machen dann ein Zeichen aus, der Kapitän fährt unten, das Boot ist recht klein, die sitzen oben. Und dann machen die ein Zeichen aus, zwinkern oder wie auch immer. Und dann macht er den Antrag, macht, wenn er will, den Kniefall. Dann kommt der Kapitän mit dem Strauß, gießt den noch ein Champagner ein. Die stoßen an. Und dann halten die an einem riesengroßen Boot an, was ein Restaurantschiff ist, umgebaut zu einem Restaurantschiff. Hopsen dann so kraxelig von dem kleinen Boot zum großen Boot. Man sagt, einmal ist jemand ins Wasser gefallen, hat der Kapitän mir erzählt. Und dann haben die nochmal ein richtig schönes 3-Gänge-Menü auf diesem Restaurantschiff. Werden dann eben von dem Kapitän dahin begleitet, ist nämlich auch derselbe Inhaber. Also genau, das ist jetzt zum Beispiel ein Paket. Das ist so eine Idee, wie es sein könnte. Ich gucke natürlich immer, dass es besonders persönlich ist, dass die einen persönlichen Bezug zu der Person haben und dass die Personen, die da dabei sind, auch wirklich richtig cool und empathisch sind und einfach so eine coole Socke, mit der man auch so abhängen würde, ja, in seiner Freizeit und nicht so jemand, der, hallo, ja, weißt du, so anonym. Und dann gibt es zum Beispiel auch, also das wäre jetzt so was ganz Typisches, dann gibt es zum Beispiel auch ein Heiratsantragspaket im Museum. Das wird jetzt weniger gebucht, einfach weil es A, schweineteuer ist, aber B, auch sehr speziell. Aber ich hatte zum Beispiel einmal einen Kunden, der war total der Geschichtsfan. Und da hatten die in dem Museum so eine 360-Grad-Projektion, ich glaube vom ehemaligen Pompeji. Und dann ist der quasi mit seiner Freundin, die Pompeji-Fan ist, dahin, außerhalb der Öffnungszeiten, der hat der dann gesagt, du, ich habe irgendwo so Tickets gewonnen, da können wir ins Museum, lass doch mal dahin. Und dann hat sie schon gesagt, warum ist denn hier niemand? Und dann hat er gesagt, na ja, also heute ist, glaube ich, nicht so der Besuchertag. Dabei war das einfach, ich glaube, eine Stunde nach den Öffnungszeiten. Und dann sind die da mit einem privaten Guide
zu dieser Projektion. Da muss man dann so ein paar Stufen ab und du stehst hinauf und dann stehst du quasi und siehst Pompeji über Sonnenaufgang und Sonnenuntergang. Und dann hat der Guide gesagt, ach, ich war da schon so oben, so oft da oben, mach die mal alleine, ne? Und dann sind die da hochgegangen und da hat er ihr quasi in Pompeji einen Heiratsantrag gemacht. Und dann sind die danach noch essen gegangen. Also es gibt wirklich die wildesten Sachen. Man kann sich wirklich alles vorstellen. Letztens hatte ich einen Kunden, der ist Bachelor-Fan, so RTL-Bachelor, ne? Und hat gesagt, ich möchte gerne wieder Bachelor einen Antrag machen mit der letzten Rose. Ja, dann haben wir halt einen roten Teppich am See ausgerollt mit Fackeln, sah aus wie beim Bachelor und dann hat er einen Antrag gemacht. Also es ist, der Fantasie sind keine Grenzen gesetzt. Das liebe ich tatsächlich auch an dem Beruf. Ich glaube, das lässt mein Herz so richtig hochschlagen, weil du kriegst so die weirdesten und damit meine ich so die coolsten Ideen und kannst einfach frei drehen. Genau, Carina, du hattest ja gesagt, angenommen, also für das erste Package beispielsweise, da seid ihr im Schloss Charlottenburg, da im Garten und ich stelle mir gerade vor, für den Bräutigam, für den künftigen Bräutigam, ist der irgendwie verkabelt oder kommuniziert er mit euch im Hintergrund, sodass seine Freundin das nicht mitbekommt oder trefft ihr euch wirklich dann an einem finalen Spot und da geht es dann wirklich los und da ist alles eingeweiht? Ja, also da gibt es keine generische Antwort. Das ist tatsächlich sehr unterschiedlich von Paket oder von Kunde zu Kunde. Meistens bin ich nicht dabei und tatsächlich ist meistens niemand von uns dabei, sondern ich vertraue das quasi den Partnern an. Wenn aber jetzt zum Beispiel eine Dekoration vor Ort notwendig ist, dann muss ich oder meine Kollegin natürlich dabei sein. Jetzt für den Fall mit dem Boot, da ist keiner da. Das heißt, der kriegt von mir genaue Anweisungen, der geht in Kontakt mit dem Kapitän und die klären alles ab. Wenn ich jetzt aber vor Ort bin, zum Beispiel hatten wir einmal einen Heiratsantrag auf der Museumsinsel, das waren zwei Männer, und es gab so kleine Stationen, also die sind dann erst über die Brücke. An der Brücke hat ein brasilianisches Duo gespielt, weil sein Freund portugiesische Musik so mag. Und ich musste genau wissen, wann die kommen, damit die mit dem Song einsetzen, den er halt haben wollte. Er wollte einen bestimmten Song, damit die quasi dann da hinkommen. Und er sagt, was, portugiesische Musik in Berlin? Dann auch noch mein Lieblingslied? Was ist denn hier los? Und dann hat der natürlich schon so 100 Meter Distanz, Entfernung, in diesem Bogen der Museumsinsel, hat er quasi schon die aufgebaute, da gibt es auch Fotos auf der Webseite, diese aufgebaute Szenerie gesehen. Und da hat mir dann der Kunde, da war ich vor Ort, einen Standort geschickt. Das heißt, einen Live-Standort. Das heißt, ich sehe den dann laufen bei WhatsApp, ne, zum Beispiel. Also das mache ich, wenn ich vor Ort bin. Ansonsten, aber da muss man so viel improvisieren, ihr könnt euch das gar nicht vorstellen. Ich hatte einmal einen Heiratsantrag im Schlossgarten Britz und die hatten vorher ein Fotoshooting. Das heißt, er hat seiner Freundin ein Fotoshooting geschenkt und gesagt, ich möchte zu unserem Jahrestag, dass wir Fotos machen. Und die Fotografin hat die dann zum Ort geführt, wo ich die Szenerie aufgebaut habe. Und dann hat die gesagt, doch guck mal, das ist ja krass. Und dann stand ich da so und habe gesagt, naja, also das ist jetzt für ein Event, aber wenn ihr hier mal ein paar Fotos machen wollt, kein Problem, gehe ich kurz zur Seite. Und dann gehen die halt vor diese Szenerie und er geht auf die Knie. Und die Eltern wollten unbedingt kommen von ihr. Und ich habe gesagt, ihr müsst eine Viertelstunde vorher kommen, weil ihr dürft nicht zu früh kommen, sonst sehen die euch. Ihr dürft aber auch nicht zu spät kommen, weil dann sehen die euch auch. Also ihr müsst um 45 Punkt da sein und dann hole ich euch ab und wir sneaken hinten rum rein. Natürlich waren die nicht aus Berlin, die waren dann an einem anderen Park. Also Katastrophe. Oh, du stirbst 100 Tode, Herzinfarkt. Und dann habe ich die irgendwie dann dahin bekommen, habe dann der Fotografin geschrieben, sie muss überziehen, ne, so. Also die war auch ganz toll und hat das dann mitgemacht, aber das ist dann manchmal so ein bisschen tricky. Das heißt, wir sind jetzt noch nicht so professionell, dass die dann da so verkabelt sind, sondern meistens läuft das einfach so über Handykommunikation, wenn wir vor Ort sind und wenn nicht, machen das die Partner. Was ich auch immer wieder merke, ist, du kannst den Leuten eigentlich mehr vertrauen, als man denkt. So, die finden dann selber eine Lösung und klar gab es das schon mal, dass die dann sagen, wo ist das denn, finde ich jetzt nicht, aber meistens kommen die dann. Und das ist das Gute. Ich glaube, bei einer Hochzeit denkt man dann so, oh Gott, alles ist verloren. Und bei einem Heiratsantrag ist das alles, da ist nicht so, also nicht jeder, ne, aber da ist nicht so viel so Druck dahinter. Das ist ein bisschen entspannter, weil die sind eh zu zweit und ist dann so ein bisschen ist nur easier. Druck für den Mann oder für den, der den Antrag stellen möchte, für die Person. Ja, glaube auch. Ich versetze mich da oft rein und denke so, ey, wenn die dann da so rumlaufen, dann
Die Frauen wollen ja, also ich sage jetzt die Frauen, wir haben auch schon Frauen, die Anträge gemacht haben, ne? Aber jetzt so generalisierend sagen dann die Frauen, ja, die wollen ja mit denen reden. Und dann hatte ich auch schon, ich frage danach ja oft auch, und dann sagen die Frauen so, der war so komisch. Ich habe die ganze Zeit gefragt, was ist denn mit dir los heute? Warum bist du denn so abwesend? Und der ist halt einfach total aufgeregt und macht sich in die Hosen und kann gar nicht mehr so richtig interagieren. Aber das da habe ich schon dann immer Mitgefühl, ja. Aber du hast eben die Fotografin über die Fotografin gesprochen. Habt ihr nicht immer einen Fotograf dabei? Also ich würde mir das immer vorstellen, dass ich da immer einen Fotograf dabei haben will, oder? Ja, also mit dem Aufstreben von Social Media ist das tatsächlich immer jetzt öfter der Fall. Ich muss ehrlich sagen, ich finde es sogar fast manchmal cooler, wenn keiner dabei ist. Ich meine, natürlich ist es für uns auch cool, wenn wir Fotos haben, seien wir mal ehrlich, aber ich finde es auch manchmal cooler, wenn das nicht da ist, weil es gibt immer jemanden, der ein Foto macht. Entweder ist es der Kapitän oder der Kellner oder ich oder, ne? Also es gibt immer ein Foto, aber es ist natürlich auch eine Kostenfrage und ich glaube, bei Hochzeiten ist das wahrscheinlich immer der Fall, weil das Budget einfach größer ist, aber bei so einem Heiratsantrag ist das dann auch manchmal so, dass die jetzt keinen professionellen Fotografen dabei haben wollen oder auch können. Und dann machen wir entweder das Foto, aber tatsächlich jetzt auch mit immer mehr Instagram und so wollen die meisten schon, dass das auch dann professionell irgendwie festgehalten wird, ne? Du hattest jetzt gerade Budget genannt, das ist natürlich auch eine interessante Frage. Was kostet sowas? Also fangen wir vielleicht mal erstmal an, ja, grob so ein vorgedefiniertes Package. Ab wann beginnt es? Was würde sowas kosten? Also ich sag mal, das Günstigste, was so in unserer Macht liegt, sind so zwischen vielleicht 300 und 400 Euro. Weil du musst ja überlegen, ne, so die Arbeit und dann zum Beispiel ein Dreigänge-Menü oder so in Berlin. Also das ist so, ich würde sagen, das Minimum. Darunter brauchen wir eigentlich gar nicht anfangen zu arbeiten, weil sich das nicht lohnt. Und dann nach oben hin, also das kommt wirklich drauf an. Ich hatte letztens einen Kunden, der hat 3.500 Euro bezahlt, einfach weil der gesagt hat, und ich möchte das, also allein Blumen, wisst ihr ja auch, wie teuer Blumen sind. Und wenn du da zum Beispiel so ein Blumenmeer oder so eine Blumenwand haben willst, dann sind das irgendwie schon 800 Euro, dann kommt noch der Fotograf und so weiter. Das läppert sich dann und dann bist du schnell mal bei, also ich muss ehrlich sagen, dass das natürlich das, wo es Spaß macht, ist aber die Seltenheit. Ich würde sagen, so wo es im Durchschnitt liegt, sind vielleicht so, ja, so 900 Euro. Das ist der Durchschnittspreis für einen Heiratsantrag. Da hast du dann entweder Deko oder irgendwie ein schönes Drei-Gänge-Menü und so zwei, drei Aktivitäten, noch einen Chauffeur. Also das ist wirklich, da kann man was richtig Schönes machen. Aber ich meine auch für 300, 400, dann, ich versuche immer flexibel zu bleiben, auch im Kopf. Das heißt, wir machen dann irgendwie ein kleines Picknick im Victoria Park mit altem Geschirr, also mit altem Geschirr, damit meine ich jetzt so Oma-Geschirr, ne, so Berlin-Style. Dann so irgendwie, also das kriegt man auch schon für 400 Euro. Und ich versuche immer irgendwie was zu zaubern und meistens die Kunden, die dann sagen 300, 400 Euro, die haben dann, wollen dann auch irgendwie was Originelles, aber was jetzt nicht so papam ist. Und papam, das gibt es dann halt ab 1000 Euro so. Da gibt es ja keine Blumenwiese, also selbstgestreute Rosenblumenwiese. Oder halt das Gras im Viktoriapark. Also das Schöne ist ja, man kann mit der Natur oftmals auch viel arbeiten, ne? Dann machst du das halt an einem schönen Teich, wo es irgendwie, keine Ahnung, welche Seerosen gibt oder, also da kann man viel mit der Umgebung auch arbeiten. Und haben ich sage jetzt mal Antragsteller und Stellerinnen, haben die auch manchmal irgendwie falsche Vorstellungen, dass man da ins Gespräch kommt und irgendwie bestimmt, oder? Ja, also ich glaube, was das Budget anbetrifft, sind die größten wie so viel Vorstellungen, ne? Weil man oft denkt so, oh ja, 400 Euro ist ja total viel und da möchte ich am liebsten noch einen Helikopter haben und ein Feuerwerk. Und dann, wir wissen natürlich, dass ein Feuerwerk ab so 1500 Euro losgeht, ne? So. Also ich glaube, da sind eigentlich die größten so Missverständnisse, aber kann man ja schnell aus der Welt schaffen und dann ist das auch klar. Ansonsten, ich glaube, viele sind so halt Hollywood geprägt. Ich kriege dann manchmal auch so Videos. Das ist dann halt in der Umsetzung total schwer, weil man halt in Berlin, also allein so ein Dekoverleih, ne? Aber ich würde sagen, das ist eigentlich alles so budgetbezogen. Alles andere ist eigentlich möglich, wenn man will.
Hast du Tipps allgemein jetzt gesehen für den Hochzeitsantrag, für den oder die Antragstellerin? Ich glaube, mein Haupttipp wäre ehrlich gesagt einfach nur, dass die wirklich überlegen, was individuell ist, also was zu ihrem Partner oder ihrer Partnerin passt. Also was ich glaube, der schönste Antrag hat nicht unbedingt was mit Geld oder so zu tun oder mit irgendwie, wie viele rote Rosen da sind, sondern wie individuell das ist. Also ich habe einen Freund, der ist Anwalt und seine Freundin oder Frau jetzt, ne, ist auch Anwältin und die haben dann so einen Antrag gemacht. Sie öffnet seine Briefe manchmal abends so, ist so wie so eine Routine im Bett und dann hat er ihr so einen Vertrag im Brief gemacht, so anwaltlich, wo dann drin so ein Verlobungsvertrag halt. Ich meine, ich finde das total süß. Ich meine, die beiden sind Anwälte, passt doch perfekt, ja? Oder ich finde, ein Antrag muss gar nicht viel Popom haben. Das muss eigentlich der richtige Moment sein. Und da komme ich jetzt in die Zwickmühle, ne? Weil ich kreiere ja einen Moment künstlich. Also wenn du mich fragst, ich glaube, das Beste, einen Heiratsantrag zu machen, ist eigentlich, den Ring 2 Wochen lang mitzutragen. Und dann, wenn es soweit ist, den richtigen Moment abzupassen. So dieser Moment, wenn man irgendwie abends da sitzt und sagt, oh, weißt du, wir haben schon so viel Scheiße durch zusammen oder wie auch immer, ja. Also dieser Moment, wo man sich wirklich verbunden fühlt. Natürlich kann man diesen Moment auch künstlich erschaffen, ne. Und dann kommen die Gefühle trotzdem auf. Und das ist ja im Grunde das, was wir machen. Aber ich glaube, der schönste Antrag ist, wenn man sich verbunden fühlt, wenn man ein unglaublich schönes Gespräch hat. Wenn einfach so diese Synchronizität aus, alles ist irgendwie perfekt, das Wetter ist gerade gut, die Luft riecht so nach Romantik, wir haben gerade einen schönen Moment, weißt du, man guckt sich an und denkt, boah, ey, schön, dass wir uns gefunden haben. Deshalb, also das wäre, ich glaube, mein größter Tipp wäre das und wirklich authentisch zu bleiben und nicht so, ja, was gibt's da jetzt gerade, was habe ich im letzten Film gesehen und was macht man gerade auf Instagram, sondern wirklich so, was will denn mein Freund eigentlich? Oder was will meine Freundin? Wofür schlägt denn ihr Herz? Das zeigt ja auch, wie gut du deinen Partner kennst. Also ich glaube, am Ende kommt es irgendwie darauf an. Aber wenn du gerade so Instagram erwähnst, gibt es da auch irgendwelche Trends gerade, was du gemerkt hast? Also schon mal der Fotograf, der mehr gebucht wird oder die Fotografin. Und wir reden nämlich hier auch immer viel über Hochzeitstrends. Ja. Da gibt es eine Kulisse, die trendy ist. Gibt es da irgendwas bei den Hochzeitsanträgen? Also ich muss ganz ehrlich gestehen, ich gucke mir da gar nicht viel an. Einfach weil ich will gar nicht, also ich habe da richtig einen Widerstand gegen, so mitzugehen. Ich glaube, das ist bei Hochzeiten nochmal anders, weil da hat man keine Wahl. Aber ich glaube, so mit Heiratsanträgen ist weniger Druck. Ne? Das ist nicht so, oh, meine Freundin hat aber letzte Woche geheiratet und die hatte diese Blumenwand und jetzt brauche ich die auch unbedingt oder was Besseres. Sondern das ist irgendwie, das ist so mein Gespräch mit meistens dem Mann. Und das ist so, ich finde, das ist so ganz bescheiden und ehrlich und ich will da auch gar nicht mich so beeinflussen lassen von irgendwelchen Trends. Ich meine, klar, wenn der jetzt ankommt mit seiner Blumenwand, die er haben will, freue ich mich total, das für den umzusetzen und dann gucke ich, was möglich ist, spreche mit der Floristin, aber ich versuche ehrlich gesagt wirklich mich ein bisschen frei zu machen, vor allem von diesen ganzen Ideen, die kursieren. Deshalb, ich kenne mich da gar nicht aus, um ehrlich zu sein. Ja, es hätte ja sein können, dass du irgendwas gemerkt hast, dass jetzt irgendwas mehr angefragt wird oder so. Nee, würde ich nicht sagen. Ich würde sagen, meine Kunden sind oftmals sehr so, also außer die sagen, hier nächste Woche bitte Heiratsantragpaket gebucht und fragen, aber die meisten, die haben schon irgendwie ihre Version im Kopf und klar, aber ich glaub, die wurden dann vielleicht durch Instagram oder so inspiriert, aber nee, ich hätte jetzt nichts im Kopf so. Vielleicht sind die paar, die das Paket buchen, ja auch dankbar, dass es so ein Paket gibt, ne? Weil sie einfach vor der Herausforderung stehen, was mache ich jetzt? Ja, ne? Ja. Das glaube ich auch. Also ich hatte schon oftmals die Diskussion so mit Menschen, die sagen, boah, also das geht, also das ist doch total unromantisch, so ein Paket. Und weißt du, ich denke dann oftmals so, nee, ist gar nicht unromantisch, ist eigentlich total romantisch, weil der Mensch, der sich davon, also A, ist es eine Inspiration und B, der Mensch, der das bucht, vielleicht wäre der gar nicht drauf gekommen. Nicht jeder hat ja irgendwie, ne, jeder hat verschiedene Gaben und Möglichkeiten und Talente und viele haben vielleicht nicht dieses Talent im Eventbereich, da mit so einem coolen Event daherzukommen. Ich glaube, deshalb sind die Pakete richtig gut und oftmals kommen dann auch die Kunden und sagen, ich habe das Paket gesehen, könnten wir das noch mit dem kombinieren oder da hätte ich aber das gerne. Also es ist ein super guter erster Aufhänger, aber ich würde schon sagen, die meisten kommen dadurch und dann spinnen wir die Idee weiter und
die wenigsten buchen einfach. Ich hätte nie gedacht, das war ein Experiment auch ehrlich gesagt, dass ich das so als E-Commerce aufgezogen habe. Ich dachte, wer bucht den Heiratsantrag einfach online? Aber das gibt's. Ich glaube, heutzutage geht alles online. Und wie gesagt, das ist ja auch eine Hilfe, ne? Also wir als Hochzeitsplaner werden auch des Öfteren angefragt nach Heiratsantrag. Aber bei uns ist halt auch so eine Budgetfrage, ne? Also wir haben ja auch nur begrenzte Kapazitäten. Ja. Und wenn wir uns mit so Heiratsanträgen vollballern würden, das ist halt kontraproduktiv. Also ich aber die Idee fehlt halt auch viel, ne? Oder sie kommen gerade in so eine Stadt wie Berlin, kommen sie auch als Tourist ganz oft und kennen hier nichts und freuen sich halt, dass es jemanden gibt, der halt auch die coolen Orte kennt. Deswegen sind die Pakete auch super. Genau. Ich selber war ja schon mal in der Situation, ne? Ich bin ja schon verheiratet und ich war in der Situation und habe überlegt, was ich überhaupt mache. Im Internet kannst du googeln, klar. Aber das sind halt so Vorschläge, sage ich jetzt mal, die halt nicht wirklich vielleicht auch umsetzbar sind, so von der Sache her. Deswegen finde ich es cool, dass du halt ein Package hast, das quasi schon eine Routine hat, wo auch schon alles quasi durchgetaktet ist, in Anführungszeichen. Und dann hat man da quasi schon mal eine gute Grundlage, so wie gesagt, ein Aufhänger. Dann kann man halt noch ein paar Sachen natürlich abändern, ein bisschen individualisieren, denke ich mal bei dir. Aber das finde ich schon cool mit den Menüs und, oder Packages, eher gesagt. Das ist schon eine coole Sache. Kommen wir doch mal zu meiner Lieblingsfrage. Ich habe immer so eine Lieblingsfrage, wenn wir ein Interview haben. Hast du eine besondere Geschichte oder eine lustige, schräge Geschichte, die du mit uns teilen darfst? Besonders lustig oder besonders schön oder besonders schräg? Oder irgendwas so schief gelaufen? Kannst du aussuchen. Ja. Oder alles. Also alle. Ich habe eine, die ist alles auf einmal. Okay. Ich hatte einmal einen Kunden, der wollte unbedingt einen Heiratsantrag im Kino machen. Und ich weiß noch, ich habe damals so viele Kinos angefragt und die waren eher alle so, O-Ton, also uns interessiert dein kleiner Heiratsantrag hier überhaupt nicht, schau. Und dann dachte ich so, okay, scheiße, was mache ich denn jetzt, ja? Und dann bin ich kreativ geworden. Und zwar, wir haben damals schon mit einem Theater zusammengearbeitet. Das ist ein Improvisationstheater. Das sind also perfekte Schauspieler, die improvisieren können, ja? Und dann habe ich dem Kunden das angeboten und gesagt, was hältst du denn davon, wenn wir das im Theater machen und das in das Spiel mit eingewoben wird und im Spiel dann irgendwann der Moment ist, wenn du aufstehst und so weiter. Und dann hat er gesagt, ja, gerne. Und dann habe ich ihn nach dem Datum gefragt. Es war auch eins meiner Lieblingstheater übrigens. Dann habe ich ihn nach dem Datum gefragt und dann hat er mir ein Datum genannt, wo ich eine Karte hatte fürs Theater. Und da habe ich gesagt, oh Gott, weil ich muss ehrlich sagen, ich bin nicht so gerne dabei. Also das ist jetzt so eine Confession, aber für mich ist das recht schwer dabei zu sein. Ich sterbe 100 Tode und ich bin ganz aufgeregt und auf jeden Fall war ich dann da gezwungenermaßen, ja, weil ich ja, ich glaube, ich hatte damals einer Freundin zum Abschied dieses Stück geschenkt und wir saßen in der ersten Reihe und er saß in der dritten Reihe und er wusste auch, dass ich da sein werde. Und er kam dann so rein mit ihr und da war ich schon so aufgeregt und er auch. Ich konnte ihm die Aufregung wirklich auch ansehen. Und dann haben sie es, glaube ich, so gelöst im Theater, dass er hat einen Brief geschrieben an sie, so, hallo meine Schnecke, dass sie das halt erkennt, so wie er sie halt immer nennt. Und im Spiel, kurz vor der Pause, also genau vor der Pause, hat dann der eine Schauspieler, das war eine romantische Szene, es ging dann so Romantic Music los, war auch ein bisschen so Comedy aufgesetzt. Und dann ging romantische Musik los und so Spotlight auf die beiden Schauspieler und dann sagte der eine Schauspieler zu der anderen, saßen sie auf einer Bank und dann sagte der so, ach, und dann holte der so einen Zettel raus, den Zettel, den mein Kunde geschrieben hat. Meine Schnecke oder meine kleines Mäuschen oder wie auch immer, wir kennen uns nun seit 7,5 Jahren und ich habe nur gehört, wie der hinten in der dritten Reihe so zu ihr so, jetzt musst du mal zuhören hier, hör mal zu, das ist wichtig. So lachen. Und dann haben die das so vorgelesen und ich glaube, bei der Hälfte haben sie gestoppt und dann ging so dieses Theaterlicht in die Menge auf ihn und sie war dann so, ich habe ihr so ihren Herzstillstand ansehen können und dann stand er so auf und hat dann weitergelesen quasi und hat dann das vollendet und das Ende war dann und ich wollte dich eben fragen, willst du mich heiraten? Und sie war dann so und hat dann ja gesagt, dann ist natürlich die ganze Menge ausgerastet und ich saß dann nur und mein Schweiß hat mir wirklich von der Stirn getropft
Und das war total süß. Also das dann so mit anzusehen und die sind dann weiter in so ein richtig schönes Restaurant. Also das war richtig cool. A, weil es so diesen Berlin-Flair hatte, Improvisationstheater. B, weil das halt so eine krasse Überraschung war. Dann C, weil es so schräg war, dass ich da jetzt auch irgendwie dabei war. Und ja, das war auch sehr spontan damals, erinnere ich mich. Und am Ende war ich echt happy, dass wir das mit dem Theater gemacht haben. Es war so persönlich. Dann sind noch die Schauspieler gekommen, als in so einem anonymen Kino, weißt du, wo alle dich mit Popcorn bewerfen oder so. Stimmt. Also ja, das ist ein Antrag, an den erinnere ich. Es war zu Anfang unserer Zeiten. An den erinnere ich mich heute noch, so nach 12 Jahren oder so. Ja, ach so, da kann man stundenlang zuhören, glaube ich. Ja, sind auf jeden Fall coole Ideen mit bei. Ja. Hast du noch irgendeine Besonderheit, die du erwähnen möchtest? Gibt es noch irgendwas, was wir noch nicht gesagt haben? Lass mich mal überlegen. Also oftmals fällt die Frage, hat schon mal einer Nein gesagt? Oh, stimmt, ja. Und tatsächlich hat mal eine Nein gesagt. Oh mein Gott. Das war aber auch ein Kunde. Also der hat dann gesagt, ja, wir sind jetzt seit 3 Monaten zusammen. Und da habe ich schon am Telefon gesagt, oh, das ist aber mutig, ja? Bist du dir sicher so, dass, ne? Und dann, wenn man will, ja dann auch nicht in so eine Therapeutenrolle reinrutschen. Und dann sagte der, ja, das ist, und wenn die Nein sagt, egal, dann mache ich einfach später nochmal. Und ich so, gut, alles klar. Und dann habe ich nochmal nachgefragt und hat er gesagt, nee, die meinte nee, weil das war zu früh. Aber ich mache es nochmal in 3 Monaten. Da war ich so, Sehr okay. gut. Also, das gab es auch. Ansonsten, ich muss auch ehrlich gestehen, manche Kunden antworten mir auch gar nicht. Also ich frage danach und dann höre ich nichts mehr. Ist super traurig, aber kennt ihr vielleicht auch. Also das ist dann so, muss man sich mit abfinden. Und deshalb vielleicht haben auch mehr Nein gesagt und ich weiß es gar nicht. Aber das ist so der eine Case, von dem ich weiß. Naja. Du hattest ja vorhin auch gesagt, dass dann der Freund oder der künftige Bräutigam oder der Antragsteller in dem Fall dann, dass die aufgeregt sind, du ja auch. Hast du vielleicht da ein paar Tipps bekommen von irgendjemandem, wie man die Aufregung reduzieren kann oder Baldrian. herunterdrücken kann? Weil ich persönlich war auch super aufgeregt und Lavendel. da hat gar nichts geholfen. Ich glaube, und das ist das, was ich auch so über die Jahre gemerkt habe, ich glaube, das Ziel ist es, nicht die Aufregung weghaben zu wollen, sondern sie Teil des Ganzen sein zu lassen. Also ich sage auch immer wieder zu meinen Kunden, wenn es soweit sein wird, wird dein Herz ganz schnell klopfen wahrscheinlich und du willst die Sache ganz schnell sagen, weil das ist das, was wir halt so machen als Menschen. Aber lass einfach mal die Aufregung Teil dessen sein und fühl, also so blöd es jetzt klingt, ne, aber fühl auch die Aufregung und fühl dein Herz klopfen und lass es Teil sein. Also sag dann auch, oh krass, mein Herz klopft gerade so sehr, weil du bedeutest mir so viel und ich scheiß mir gerade in die Hosen, weil das ist so ein großer Moment, ja. Also es gibt, glaube ich, nichts Schöneres als Authentizität und das ist immer der Tipp, den ich den Kunden gebe. Manchmal sage ich auch, wenn du merkst, irgendwie, wenn du Angst hast, dass du einen Blackout kriegst oder so, schreibst dir auch auf, weil so ein Spickzettel ist auch süß, wenn man den aus der Hosentasche dann kriegt, weil manchmal will man dann so ein paar Sachen sagen und man ist so aufgeregt. Also ich meine, ich sterbe ja schon 100 Tode. Ich will gar nicht wissen, wie sich der Kunde fühlt. Und dann vergisst man halt die Hälfte, ne? Und wollte eigentlich dann so sagen, also ich meine, das hat dann auch seinen Zweck, aber dann will man noch irgendwie das eine Erlebnis da benennen, was man zusammen hatte und vergisst das. Deshalb sage ich auch manchmal, schreib dir noch was auf oder so. Aber lass dir Zeit, sprich ruhiger, als du eigentlich willst, weil das ist dann Normaltempo. Und lass es wirklich euren Moment sein, weil ich glaube, manchmal ist da auch so der Druck hoch, wenn da noch so ein Fotograf daneben steht. Und das ist dann manchmal so ein bisschen auch so. Und ich glaube, es ist so, ich will immer diesen Moment so konservieren, dass die wirklich viel von dem Moment haben und den nicht so durcheilen. Ja. Das versuche ich schon. Wow. Den Moment genießen, Ja, sage ja. ich auch immer sehr gut. Ja. Ja, das war ja schon ein guter, also zwei gute Super Tipps Tipp, ja. schon. Sehr schön. Also ich habe keine Fragen mehr. Hast du noch eine Frage, die sich ergeben hat? Nö, an sich nicht. Nee, tatsächlich nur noch, wo man dich findet. Kannst du uns ja Online. noch mal deine Kontaktdaten noch mal sagen?
Wir machen es auch nochmal in die Shownotes mit rein. Gerne. Also das ist vielleicht auch ganz cool, um einfach schon geplante Anträge zu sehen. Also auf unserer Webseite www.bowarrow.de gibt es eine ganze Seite mit all den Anträgen. Ansonsten, genau, und die für Mexiko ist jetzt auch vor kurzem online gegangen. Da gibt es auch schon Kunden. Die heißt marriage-proposal-tulum.com. Also da kann man sich auch die Heiratsanträge in Mexiko dann angucken. Sehr gut, das verlinken wir natürlich alles dann, ja, falls man das jetzt nicht so 100% verstanden hat. Genau, genau, super. Dann vielen, vielen Dank. Genau, vielen Dank, Carina, dafür, dass du dich vorgestellt hast und deine Dienstleistung. Das ist ja echt eine tolle Sache. Falls ihr Zuhörer noch ein paar Fragen habt im Nachgang, stellt uns die gerne. Und dann sagen wir jetzt schon mal Tschüss und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Danke euch. Ciao. Wenn euch der Podcast gefallen hat, dann seid doch so lieb und bewertet uns auf Google Maps oder auf Apple Podcasts und folgt uns auf Spotify oder teilt gerne unseren Podcast an eure Liebsten und unterstützt uns, damit wir weitere tolle Folgen produzieren können für euch. Ihr findet uns unter www.hochzeits-podcast.com. Dort findet ihr auch unseren Shop. Es gibt viele coole Sachen für die Braut, den Bräutigam, die Trauzeugen und sogar auch für Freunde und Familie. Es gibt nicht nur T-Shirts, sondern auch coole Hoodies, Tassen, sogar Babystrampler oder Hundezubehör. Und das Coolste an der ganzen Sache, ihr könnt das auch alles selber personalisieren. Also schaut unbedingt mal rein, was wir da Schönes für euch vorbereitet haben. Wir freuen uns. Vielen Dank.